Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute endlich mal eine Food Challenge. Zumindest hoffe ich, dass wir das hinbekommen. Es ist nämlich jetzt 7.35 Uhr oder so. Ich bin so müde. Wir haben aber heute einen Trip gebucht und der startet schon 8.50 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt schnell frühstücken gehen und machen dann auch direkt los. Und hoffen, dass heute das Frühstücksbuffet mal ein bisschen leerer ist, dass wir quasi in Ruhe filmen können. Und ja, Robin bestimmt heute einen Tag, was ich essen darf, muss, kann, wie auch immer. Bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich Bock auf Frühstück. Es ist irgendwie einfach viel zu früh. Das ist so deprimierend, dass wir im Urlaub so zeitig aufstehen müssen. Aber wir haben Bock auf den Ausflug, beziehungsweise haben den ja nun einfach so gebucht. Deswegen ja, müssen wir jetzt gezwungenermaßen frühstücken. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was es heute zum Frühstück gibt. Wir machen jetzt erstmal auf dem Weg zum Buffet. Mal schauen, wie viel ich davon filmen kann. Ich hoffe, es ist noch nicht so viel los. Und ja, ich bin gespannt, was es jetzt gleich zum Frühstücken gibt. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live, cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning, set a better life. It's a dancing underneath the disco lights. Okay, das ist jetzt mein Frühstück, also sehr ausgewogen und sehr ausgiebig. Ich hatte meinen Teller immer gleich richtig voll, aber Robin ist heute ein bisschen sparsam. Mal schauen, was es noch so gibt. Auf jeden Fall probiere ich das einzige Fleischige vom, also was es heute gibt, ist diese Wurst. Ich bin echt gespannt, wie die schmeckt. Da gibt es Orangensaft und einen Kaffee. Ich habe die Wurst mal probiert, die schmeckt übrigens sehr würzig. Oh, nicht so mein Fall. Aber ich kann verstehen, dass du dir die jeden Tag einknallst. Wieso? Weil das halt so übel dein Geschmack ist. Aber ich habe immerhin einen Kaffee mit Hafermilch. Hey, das ist irgendwie Käseschnitte, ist auch gut. Ich hätte gedacht, dass der Käse so gut schmeckt. Boah, ist er. Dann gibt es richtig viel Obst. Grabschnitte. Aber Brötchen wäre besser gewesen. Ja, tut's mir schon nicht. Brötchen kannst du bei uns essen. Fürs Vorauer. Ist geil. Robin hat mir einfach Pancakes gegönnt. Also er ist ein, ich ist drei oder so. Und hier drüben gibt es noch ein bisschen Obst. Freue ich mich jetzt drauf. Und noch ein zweites Glas Orangensaft. Wir sind in einem Restaurant, beziehungsweise gerade auf Cala Milor. Wir fahren dann gleich zu den Dracheninseln und essen jetzt erstmal ein Eis. Ich lege fest, dass Robin ist gerade hier am Suchen. Wie viel? Nur drei Kugeln. Drei Kugeln? Ja, ich will auch was bisschen davon okay. haben. Okay, und welche Sorten? Das weiß ich nie, weil wir die wahrscheinlich vorne bestimmen müssen. Ah, okay. Ja, klingt gut. Bestellen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich würde sagen, als erstes gucken. Das sieht ja schon so aus. Aha. Oh. Das ist Tiramisu. Safe, oder? Ja. Okay, und kannst du es jetzt probieren? Das ist der erste. Mit Kirsche. Weiter unten. Boah, oder Erdbeer? Schwer zu sagen. Wenn man will, weiß es, schmeckt man schon das raus. Irgendwie was mit Kirsche. Strawberry Cheesecake. Oh. Aber finde ich, schmeckt nicht so krass. Was? Ich meine, es schmeckt nicht so krass nach Strawberry Cheesecake. Keine Ahnung, wie Strawberry Cheesecake schmeckt.
Tiramisu ist gut. Also dafür, dass du nicht so der Schoko-Fan bist, hast du echt gut viel Auswahl. Und drunter ist noch eine, oder? Mm. Das ist jetzt immer noch das Erdbeer, oder? Nein, das ist eine neue. Hier, das nochmal, da ist viel zu viel Schokolade dran. Ich weiß schon, was das ist. Irgendwie Marshmallow oder Kaugummi oder sowas. Ja, Marshmallow. Mm. Das ist nicht so meins. Das ist echt süß. Kurz was sagen. Ich soll nur Oliven essen, ich heule. Oliven sind so eklig. Nee. Ich kotze klein. Los? Kann ich die einfach hinterschmeißen? Nimm ein Stück. Oh, nee. Jetzt nimm mal ein Stück. Ich kann das nicht. Ja, dann tue sie hier rein. Oh, was ist denn das? Ja, ich habe schon den Saft drauf gepult. Hast du es geschmeckt? Ja, ich habe es immer noch geschmeckt. Ich kann den nicht nur von deinem Papier nehmen. Findest du Nico? Oh, das ist egal. Schon an den Spritzer an den Zähnen zu spüren, war schon super widerlich. Nee, ich krieg heute kein gutes Abendbrot essen. Da bin ich sauer. Das ist nicht unser letztes Abendbrot essen. Morgen fahren wir einfach wieder nach Hause. Was du auf dein Abendbrot sicher finden wirst. Nee. Gibt's Oliven früh am Buffet? Dann heule ich. Wenn es Oliven gibt, heule ich. So sieht jetzt unser Abendessen aus. Nee, ich trinke ein Bier. Du musst ja Robin hat vorne quasi entschieden, was ich alles essen soll. Das ist Gemüsepaella, das ist irgendein gemischter Veggie-Salat. Dann gibt es noch Fisch, dann noch ein bisschen Fisch, dann so eine gemischte Gemüseplatte. Hier, das ist frittierter Tintenfisch. Das ist noch eine Peperoni, Zitrone zum Fisch und ein Stück Gemüsepizza. Also ich würde sagen, fürs Erste kann ich mich nicht beschweren. Das Einzige, was ich vielleicht nicht genommen hätte, ist der frittierte Thunfisch und vielleicht nicht so viel Fisch. Aber wie gesagt, gelegentlich esse ich auch mal Fisch. Also ich würde sagen, Taste-Test. Okay, wir probieren den Thunfisch. Es schmeckt halt also, wie Fischstäbchen irgendwie, so ein bisschen die Panade. Wahrscheinlich durch die Panade. Genau. Aber ziemlich fest, oder? Also ein bisschen wie Gummi. Okay, wir probieren den anderen Fisch. Pass auf den Kröten auf, ne? Oha. Der ist geil. Der erste Fisch ist gut. Den anderen habe ich die letzten Tage schon gegessen. Das ist einfach, ich weiß gar nicht, was ist das, Hecht oder so. Das Gemüse ist ein bisschen kalt, aber schmeckt trotzdem gut. So Zucchini und Paprika und Zwiebeln. Aber bis jetzt sehr gut. Und die Gemüsepizza habe ich auch schon probiert, die hatte ich auch schon die letzten Tage. Gibt es immer mal mit verschiedenen Gemüse, schmeckt auch gut. Jetzt probieren wir hier mal diesen Bohnensalat, den hätte ich mir ehrlich gesagt nicht geholt. Ich wollte nur irgendwas nicht so geiles reindrücken. Dafür schmeckt es aber gar nicht so schlecht. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich mag es alles dort drin. Ich die Pilze, wenn es nur die Pilze mal wieder wäre, einfach bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Also außer diesen Thunfisch hätte ich wahrscheinlich alles auch so geholt. Gut, ein bisschen viel Fisch, aber Peperoni kennt man. Es soll scharf sein, mein Toppen. Vielleicht test. Beziehungsweise sehr intensiv, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde es auch eigentlich schon scharf. Würzig. Ja. Und wenn du irgendwas dazu isst, also nicht nur Peperoni, das schmeckt dich schon ziemlich gut. Ja. Gibt schon mal was. Und die Paella ist für tatsächlich eine Gemüsepaella. Ist auch richtig gut. Top. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Aber es gibt heute richtig geiles Dessert. Und ich glaube, Robin wird nicht das wählen, was ich selber wählen würde, weil er ist nicht so der Schokotypi. Mal schauen. Aber lass mich überraschen. Aber wir werden jetzt erstmal essen.
Heute gibt es übrigens auch Gemüselasagne. Die sah sehr gut aus. Ja, du wirst ja nicht bekommen. Ich habe keinen Bock auf Lasagne. Lasagne kannst du zu Hause machen. Stimmt. Den Fisch schaffst du nie zu Hause. Den hier. Ja. Ich habe ernsthaft noch ein Stück Lasagne bekommen. Was hast du? Ja, du kostest von dem Fisch auf jeden Fall hoch. Oh. Okay. Weil das ist der andere Fisch gewesen. Und was sind das? Spaghetti mit Pilzen und Soße. Oh, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Das erste Mal, dass da Robin die Woche Nudeln isst. Und ich habe einfach Lasagne bekommen. Sorry für den dreckigen Teller. Mmh, du hättest mir keine Lasagne holen müssen. Du isst es aber nicht. Du Ehrenbruder. Alter, das Jahr ist so fett, ne? Ich habe dort nochmal jetzt kurz langsam mal rumgeguckt. Du hast Käseplatte, hast du einen Schokobrunnen mit Erdbeeren? Ja. Ich finde halt die Bechamelsoße in Lasagne schon so geil. Da gibt es echt viel Fisch. Heute ist bestellt. Ich merke schon. Boah, der ist aber rauchig. Boah, der ist aber sehr rauchig. Schmeckt der einfach gerade übelst verbrannt. Soll ich doch mal die Schale nicht mit essen? Also sonst ist der Butter zart, aber die Haut esse ich nicht mit. Boah, schmeckt schon nach Krebs. Aber wahrscheinlich wird er nur von der einen Seite gebraten. Denke ich auch. So schwarz sah das ja gar nicht aus, aber schmeckt ja so schwarz. Oh nee, ich kann nicht mehr. So esse ich aber auch nicht mehr. Also die Lasagne war schon gut. Aber sehr cremig, also ich glaube, da war echt viel Bechamel dran. Also ich bin dafür, dass wir noch Dessert essen wollen, echt schon ziemlich voll. Aber für Dessert ist immer Plan C. Also Robin hat ordentlich zugelangt. Einfach Schokospieße in Mengen, dann noch irgendwelche Windbeutel, Creme und Creme. Mm, das ist lecker. Ja. Eine Käsebutter geht auch noch rein. Überall Trauben am Kern. Das holen wir jetzt alles. Ja. Wir denken ja an aller Reis. Boah, das sind Blaubeeren. Glaube, das ruiniert echt alles gut. Oh, ein Windbeutel ist gar nicht meins. Einfach Sahne mit Sahne. Okay, letzte Speise für heute. Es gibt eine Käseplatte mit Crackern, Feigen, übelst viel Camembert. Oh, noch mehr Nüsse, getrocknete Aprikosen. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich bin sehr gespannt, wie das alles schmeckt. Camembert ist sowas Nices. Jetzt noch mit Weintrauben und einem Wein. Und die Teile sind ein bisschen trocken. Mit Nussbrot. Haselnuss muss sein. Na ja, immer. Na, aber hallo. Für dich gibt es nur mehr Teile. Mal, das ist klar. Den hat ich gestern auch nicht. Eine Kümmel? Nee. Nee, aber irgendwas. Irgendein spezielles Gewürz. Rosmarinlamm. Könnte sein. Der ist auch sehr geschmacksintensiv. Ich weiß nicht. Soll ich das essen oder was? Nee. Das ist viel zu geil. Muss ich auch so eine Aprikose essen? Oh, die schmecken noch nie. Mit den Käse. Nee. Ich hasse getrocknete Aprikosen. Da bin ich schon am Fuß. Oh ne, das schmeckt überhaupt nicht. Probier mal den mit Aprikose. Reicht. Ist doch halt. Aber das wird sich besser. Ich habe ja nicht mal Wasser zum Durchspülen. Ah, ne. Strafpunkt. Okay, ich glaube, das war's. Wir werden jetzt ins Zimmer zurückgehen. Ich melde mich hier am Ende des Videos nochmal. Es tut mir so leid, dass das alles so chaotisch ist und so leise und so laut im Hintergrund.
ich bin einfach zu schissig und zu blöd, die Kamera in die Hand zu nehmen, mich irgendwo hinzustellen, auch wenn da Leute sind, und einfach zu filmen. Ich glaube, dieser Schalter ist mir eh egal, was andere Leute denken. Ich mache jetzt mein Ding. Den muss ich mal noch umschalten. Also zumindest ist es noch so in meinem Kopf verankert, dass mir das zu peinlich ist, dass ich mir das nicht so richtig getraue. Aber mal schauen, vielleicht kriege ich es ja demnächst mal hin, in der Öffentlichkeit ein bisschen entspannter zu sein, was das Film angeht. Deswegen sorry an der Stelle, dass es alles nicht ganz so lief wie geplant. Mich stört selber total, vor allem auch beim Schneiden, weil es so ärgerlich ist. Vor allem auch schade, dass Robin in dem Video nicht so krass dabei war, weil halt immer nur das Handy für einen Kopf gereicht hat. Und wir saßen beim Frühstück nun mal immer oder auch beim Abendessen immer gegenüber und dadurch war das halt auch ein bisschen doof. Jetzt gerade geht es Robin eigentlich nicht so gut. Also der hat zumindest Fieber, ist müde, ist ständig am Schlafen. Also ihm geht es auf jeden Fall nicht so sonderlich gut. Deswegen mache ich jetzt die Endcard auch alleine. Aber ich wollte noch mal ein kleines abschließendes Fazit geben. Wir haben das leider am Tag nicht mehr geschafft, weil abends sind wir dann an die Bar, dann haben wir es irgendwie verpeilt. Und dann war es ja auch dunkel. Am nächsten Tag sind wir dann auch abgereist und da war früh generell total viel Chaos. Deswegen mache ich jetzt die Endcard quasi wieder von zu Hause aus. Frühstück war richtig gut. Also ich hätte tatsächlich so ein bisschen mehr noch was Süßes eingebaut. Also ich esse zum Frühstück auch gerne mal ein Croissant oder, keine Ahnung, wie gesagt, Pancakes oder vielleicht auch einfach ein Brötchen mit Käse oder sowas. Ich bin nicht so der Toastesser, also zumindest nicht im Urlaub. Da esse ich dann ganz gerne Brötchen. Die Wurst war ganz okay. Die war halt sehr würzig, also es war wirklich nicht so meins, aber wir wollten es einfach mal probieren. Ich habe ja sonst den restlichen Abend oder den restlichen Tag kein Fleisch essen müssen. Da hat Robin echt schon drauf geachtet. Ansonsten mit den Pancakes war richtig Gönnung und auch das Obst am Ende war mega lecker. Deswegen Frühstück fand ich von dem Tag mit am besten. Beim Eis hat mir diese Marshmallow-Sorte nicht so gut geschmeckt, aber Cookies, also dieses Tiramisu-Eis, das war auf jeden Fall voll mein Geschmack. Also da hat er mir echt auch gegönnt, weil das nicht so Robin seins ist, eigentlich so Schokozeug. Ich glaube, zur Olive brauche ich nichts sagen, da wisst ihr Bescheid. Das ist einfach nur super eklig. Ich kann keine Oliven essen, wirklich ganz schlimm. Robin war sonst den restlichen Tag echt nett, auch zum Abendessen dann, dass ich noch ein bisschen Lasagne essen durfte. Das war nämlich tatsächlich der einzige Abend, wo es eine Gemüselasagne gab. Ansonsten gab es immer was mit Hackfleisch drin. Von daher war das echt cool, dass ich die mal probieren durfte. War zwar sehr fischlastig, aber wie gesagt, ich esse ja auch lediglich Fisch, deswegen war das auch voll okay. Und ich meine, er sollte ja den Tag über mein Essen bestimmen, von daher ist es dann halt einfach so gewesen. War trotzdem sehr großzügig und ein sehr leckeres Abendessen. Käseplatte war so lala, da waren irgendwie einfach ganz komische Käsesorten drauf, die ja sehr speziell geschmeckt haben. Aber auch mit dem Schokobrunnen war ganz cool. Ich hätte vielleicht noch eine Schokotorte oder irgendwas als Nachtisch gegessen oder Eis. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt so viel vom Schokobrunnen, weil Weintrauben mit Schokolade finde ich nicht so geil. Und die hatten dann auch noch Kerne, das heißt, es war eigentlich echt super ungenießbar. Aber so alles in allem war es echt ein guter Tag. Also er war schon sehr großzügig. Deswegen denke ich, machen wir das Ganze nochmal nur umgedreht. Und ich glaube, da bin ich auch sehr großzügig mit Robin. Aber mal schauen. Ich hätte auf jeden Fall Lust drauf. Wir wollen auch gerne mal einen Tag essen, wie wir in unserer Kindheit. Da hatte ich auch mal richtig Bock drauf. Und das Fearfood-Video auf jeden Fall noch. Also wenn ihr auch noch andere Videowünsche habt, gebt gerne Bescheid. Wie gesagt, wir werden jetzt versuchen, zu Hause immer mal ein paar Food-Challenges zu machen. Wie auch immer. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video einigermaßen gefallen hat. Nächste Woche kommt dann wieder ein Urlaubsvlog online. Da habe ich euch noch die restlichen Tage quasi mitgenommen. Ansonsten schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!